10 Jahre ist es her, als Katja Saalfrank das letzte Mal als Super Nanny über die Fernseher geflimmert ist, aber was macht die Pädagogin heute? Zwischen 2004 und 2011 war Katja für RTL im Einsatz, um überforderten Eltern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Als Außenstehende beobachtete Saalfrank zunächst den Familienalltag, zog dann für kurze Zeit bei der Familie ein und zeigte Lösungswege auf, um ein friedlicheres Zusammenleben zu ermöglichen, und das mit großem Erfolg. Zehn Jahre nach der letzten Folge ist es stiller um die gelernte Pädagogin geworden, nur ganz vereinzelt sieht man Katja noch beim SWR und Sat.1. Eine Sache ist aber gleich geblieben, ihre Leidenschaft für Kinder und das Thema Erziehung. Untätig ist sie aber nicht gewesen. Stolze 6 Bücher hat die vierfache Mutter bereits veröffentlicht, in denen sie Eltern Tipps zu verschiedensten Erziehungsfragen gibt. Ihr bisher letztes Werk veröffentlichte sie im September 2020 mit dem Titel »Die Reise zur glücklichen Eltern-Kind-Beziehung – Dein Kind und dich besser verstehen«. Durch die Veröffentlichung ihres Buches war sie jetzt wieder vermehrt zu Gast in TV-Sendungen. Doch sie ist nicht nur als Autorin tätig, Katja führt auch eine eigene Praxis in Berlin, in der sie pädagogische Beratung und Coachings anbietet. Um ihren Inhalten noch mehr Gehör zu verschaffen, eröffnete sie vor 6 Jahren einen eigenen YouTube-Kanal namens Familiensprechstunde. Auch hier stehen Erziehungsfragen im Mittelpunkt. Wer Katja nur hören möchte, kann sich mit ihrem Podcast Familienrat mit Katja Saalfrank über ein harmonisches Familienleben, Erziehung und Beziehung fortbilden. Beruflich scheint bei der 49-Jährigen alles perfekt zu laufen. Wir sind gespannt, ob wir sie in Zukunft nochmal als Supernanny erleben dürfen.